Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play The Nightfall, bei der wir eine neue Diskette gefunden haben, die wir angeschaut haben und der Strom auch gleich ausfallen wird. Ich denke, nachdem wir den nächsten Zettel gefunden haben, wird das soweit sein. Da ich eine ganz kurze Pause gemacht habe, habe ich vergessen, wo ich gewesen bin. Offensichtlich schon hier. Ich könnte theoretisch auch überall die Fenster aufmachen. Ich glaube nicht, dass das Fenster aufmachen einen Unterschied macht. Ich glaube, dass es einfach nur das Wohlbefinden ist, wenn das Fenster zu ist. Dann hat man weniger das Gefühl, dass jemand plötzlich reinstiefeln kann. Hier war ich auch schon gewesen, offensichtlich. Habe ich oben schon alles durchgeguckt? Tatsächlich. Dann war ich im Schlafzimmer mit Sicherheit auch schon. Ja, entweder wird hier mal irgendwann was Großes, Krasses kommen. Ach Mensch, die lag erst schon da. Ich habe bloß gedacht, das ist ein Buch. Und jetzt habe ich mich gewundert, dass es ein bisschen farbenfroher ist als der Rest. Boah, ich habe so das Bedürfnis, das Fenster aufzumachen in-game, damit es mich hier in der Realität abkühlt. Aber wir wissen alle, dass das so nicht funktioniert im wahren Leben. Cool, dass wir im Hochsommer ein Spiel spielen wie Marvin's Mittens und dann plötzlich Kälte im Zimmer haben mit Schnee. Das wäre cool. Bruder. Was hat ihr geknietscht hinter mir? Stirb! Nein! Wo wir keinen Strom mehr haben und nicht mehr spielen können, müssen wir das nämlich tun. Wow. So viel dazu. Mich würde halt interessieren, ob... Okay. Ah, ist das der neue Zettel? Und wieso kann ich mich nicht bewegen? Ich kann mich nicht bewegen. Kann auch nicht Escape drücken. Ah, jetzt geht's. Okay. Dann lag's daran. Was habe ich gerade gesagt? Ich habe keine Ahnung mehr. Wir lesen den Zettel. Knochenbrüche. Amputationen, offene Wunden. Ich habe schon viele Verletzungen bei Vierbeinern gesehen. Aber bei Molly, dem Hund der Harsons, so etwas ist mir noch nie untergekommen. Sie wäre an inneren Verletzungen gestorben, wenn ich sie nicht eingeschläfert hätte. Als ich den Hund geöffnet habe, fand ich im Magen etliches Besteck vor. Messer, Gabel, Löffel, sogar einen verdammten Dosenöffner. Wie ist das dort hineingelangt? Der Hund hätte das unmöglich schlucken können. Zuerst kam mir der Gedanke, dass die Harsons den Verlust ihrer Kinder an Molly ausgelassen haben. Aber als ich ihren Mageninhalt mit eigenen Augen gesehen hatte, hier war etwas am Werk, was ich nicht begreife. Ich werde aber etwas anderes in den Befund schreiben. Eine Infektion oder so etwas. Das erklärt man mich noch für verrückt. Der Clown hat doch die Schlitzwerkzeuge gehabt, sage ich mal. Er kann ihn doch geöffnet und das reingesetzt haben in den Magen. Ich habe keine Ahnung, wie sowas läuft. Aber dann müsste sie doch auch eine Wunde irgendwie am Bauch gefunden haben. Ich meine, er kann ja die Küchengeräte nicht rein teleportiert haben in das Tier. Noch 6,5 Stunden bis Tagesanbruch. Ich frage mich, ob wir sterben können.
Lass mich durch. Angeblich soll hier heute auch noch Gewitter kommen. Aber aktuell nichts davon in Sicht. Keine Abkühlung oder sonstiges. Echt ärgerlich. Ich habe gedacht, das Licht fällt jetzt schon aus. Aber dem ist nicht so. Ich frage mich auch, ob die Spiele, die man jetzt so gefunden hat, einen eigentlich weiterbringen oder ob das halt nur so Goodies sind, die man nebenbei gefunden hat. Ich nehme übrigens, ich habe keine Ahnung, die wievielte Folge das gerade ist. Ich nehme die gerade mal wieder am Stück auf. Weil ich mega Lust auf das Spiel hatte. Ich habe eigentlich schon voll lange Lust auf Pineview Drive. Aber das habe ich ja schon in den ersten Folgen erzählt, weil das so hart ruckelt. Habe ich es halt noch nicht aufgenommen. Bäm, ich habe einen Fussel im Mund. Spare ich mir jetzt mal das aufzumachen. Vielleicht den Kühlschrank nochmal, weil irgendwas Komisches drin liegen könnte. Ich habe gedacht, ich habe was gehört von draußen. Okay, der Molly-Zettel ist auch noch da. Ich meine, man kommt ja immer weiter, ne? Aber mir fehlt ein bisschen so der Hinweis, was man eventuell tun muss. Oder ich verstehe den Hinweis nicht, das kann natürlich auch sein. Man hört halt ab und zu auch Geräusche aus den Nebenräumen. Nebenräumen. Ich manch manchmal die Wörter so zusammen. Achso, die Küche. Ich hab's nicht so mit Orientierung. Ich frage mich auch, ob man das Spiel verlieren kann. Oder, ach, die Bücher wieder. Immer noch ein Fussel im Mund. Bäh. Also ob ich hier auch wirklich irgendwas falsch machen kann. Oder ob's im Endeffekt ein, ich sag mal, Walking-Simulator ist. Bei dem ich die Räume halt Stück für Stück abgehe. Und dann die Triggerpunkte finde. Oder eben auch nicht finde. Türen drauf. Es wäre aber auch komisch gewesen, wenn die ganze Zeit der Zettel da gewesen wäre. Die Nachbargrundstücke, aber auch da ist nichts los. Den Zettel, das ist der, den wir schon kennen. Ich frage mich auch, wie zappenduster es werden wird. Die Puppe ist auch noch hier. Ist auch keine Puppe dazugekommen. Also drei Stück sind es jetzt bis jetzt, die wir gesehen haben, die neu sind. Wir haben theoretisch irgendwo was Schirgen gehört. Also müssten ja eigentlich wieder Möbel umgestellt sein. Obwohl es unten auch die Bücher gewesen sein könnten. Jerry ist da. Die Würfel liegen, glaube ich, anders. Steht aber immer noch, dass er... Oh, eine Diskette. Und Batterien.
Warum haben wir diese Disketten? Warum finden wir die? Was ist wichtig an denen? Ich meine, ich kann es ja nicht mal ranzoomen oder wirklich gucken, was das ist, was dort passiert auf dem Bildschirm. Ich habe keine Taste dafür zur Verfügung stehen. Er ist noch an. In Dolby Surround sogar. Vielleicht sind es auch Easter Eggs und Anspielungen auf ganz alte Spiele, die ich persönlich leider gar nicht kenne. Und es deshalb gar nicht so richtig wertschätze, wisst ihr? Das kann sogar sein. Sind wieder nur die Streichhölzer und so drin. Ich merke mir niemals, wo die lagen. Später, wenn ich sie dann brauche, renne ich durch das Haus und sage, wo waren nochmal die Streichhölzer? Und die Batterien? Oben habe ich jetzt ja schon alles angeguckt, ne? Ja. Aber war ich nicht auch schon unten? Aber da habe ich wahrscheinlich nicht alles durchgeguckt, oder? Hier sieht man es ja Gott sei Dank nie. Ach ja, hier habe ich die Bücher gesehen, dass die unsortiert sind. Unsortiert und umsortiert. Aber hier war ich auch schon. Und habe umgeräumt. Ah, eine neue Puppe. Okay. Falls sie erst schon da saß, habe ich sie ignoriert. Ah. Ich frage mich auch, wenn ich nicht darauf reagieren würde, dass die Dinger auffliegen und einfach die Fenster offen lassen würde, ob das irgendwas triggern würde oder keine Ahnung. Hier hat gerade was geknarzt. Hat irgendwas die Blickrichtung geändert? Nee. Vielleicht hat sie mich vorher angeschaut und ich habe es nicht bemerkt. Das könnte sein. Vielleicht ist es aber auch nur so ein Nebengeräusch. Und soll gar nicht darauf hinweisen. Okay, in der Küche habe ich noch nicht alles aufgemacht. Na, und soll gar nicht darauf hinweisen, dass sich da was bewegt, sondern einfach nur so ein Gruselknarzgeräusch. Keine Ahnung. Da ich nicht weiß, wozu es gut ist, trinke ich einfach mal einen Schluck. Übrigens, wir haben Sommer, liebe Leute. Viel trinken, das tut euch gut. Ich habe leider schon mehrmals ohne Diskette gemerkt, wie hart das ist, wenn man zu wenig trinkt und der Kreislauf dann echt absackt. Das ist uncool. Sehr, sehr uncool. Oder triggere ich Events, indem ich halt dann immer alles aufmache. Und er guckt halt, ja, okay, die hat jetzt alles durchgeschaut. Jetzt kann ich wieder irgendwelche gruseligen Clown-Sachen machen. Und deine Fenster öffnen. Ist es das, Clown? Ist es das? Streichhölzer auf dem Staubsauger. Wartet. Oh, nein, den lassen wir aus. So. Ich habe eine Diskette gefunden. Aber erstmal gehen wir die restlichen. Ist jetzt nicht mehr so viel, was wir gucken. Schreibe ich mal hier hin. Die restlichen Räume schnell ab, wollte ich sagen. Und nach der Folge, wo wir gerade bei Trinken waren, muss ich auch mal was trinken wieder. Nichts los hier. Nichts los. Kommen wir immer noch nicht raus? Man sieht auch nichts.
Vielleicht muss ich später was an den Kästen machen, aber ich wüsste nicht, was, da sie auch nicht zu triggern gehen. Wo ist unser Boot? Wenn wir Paddel haben, brauchen wir auch ein Boot. Hier lagen ja nur Kerzen und Streichhölzer. Braucht man einen Schlüssel. Waschmaschinen gehen nicht auf, im Waschbecken ist nichts drin. Auch nicht im Putzding, die Therme macht auch nichts. Aber wir haben ja eine Diskette bekommen. Das heißt, wir gucken aus diesem Fenster, sehen, dass alles in Ordnung ist und dass es aufgehört hat zu regnen. Und gehen zu Jerry, der auch noch da ist. Und hier ist auch alles in Ordnung, bis auf diesen Affen, der da zusätzlich ist. Und Type und Negative. Mal gucken, ob jetzt was passiert. Während das dort ein bisschen flimmert, fange ich schon mal an, was zu trinken. Wieder Smash Designs. Das muss ich mal googeln. Könntest du heute auf jedem Rave spielen? So, hat das jetzt was getriggert im Haus? Bei dir bin ich schon gewesen, ne? Ich würde auch gern das hier spielen. Wisst ihr was? Wir haben nur noch eine Minute Zeit. Ich würde aber cheaten und mir das notieren tatsächlich. Vielleicht mache ich das auch, wenn ihr nicht dabei seid, weil wenn es gecheatet ist, dann ist es ja nicht mehr wirklich spannend, ne? Ich kann die Treppen nicht runterrennen. Ach, das ist eine Steckdose. Ich wollte gerade sagen, ein Zettel an der Wand. Aber ist ja gar nicht. Was habe ich übersehen? Was muss ich auslösen? Sag du es mir. Willst du eins meiner Eier? Ich habe auch kein neues Spiel gefunden. Die hat Pupillen. Das heißt, wartet mal. Mein Timer hat gestartet, aber wartet mal. Was wir schon länger nicht gemacht haben. Okay. Ich habe gedacht, das Radio sagt uns jetzt was. Irgendwas durch. Wir haben ein Tuch. Was uns nichts nutzt. Ich denke mal zwischendurch. Mist. Ich höre Geräusche wie ein Telefontuten oder sowas, aber anscheinend nicht. Wie jetzt gerade dieses Düt, aber ich glaube, das ist einfach nur Sound. Aber hier habe ich ja auch nichts angelassen. Ich glaube, das gehört einfach nur zum Hintergrundsound dazu. Habe ich den nächsten Zettel übersehen?
Irgendwas habe ich noch nicht gemacht oder nicht getriggert. Oder übersehen. Oder alles zusammen. Aber hier bin ich überall gewesen. Liegt auch nicht auf dem Bettenzettel oder so? Schubkästen vom Bett konnte ich nicht öffnen. Gott sei Dank können wir durch Türen gehen. Sind wir der Geist? Ist das die Lösung? Ist das der Plot Twist? Den Zettel kennen wir. Musikzimmer, da war ja auch nichts, ne? So eine... Na, öffne die Tür. Nur eine Kerze. Ich bin... Ich dachte, ich hätte gesehen, dass es da leuchtet. Tut es aber nicht. Bücher stehen auch immer noch so rum. Hi Schatz, ich bin's nochmal. Mittlerweile müsstest du eigentlich da sein. Geh doch mal bitte ran. Ich mache mir langsam ein wenig Sorgen. Schatz, bist du da? Warte, Ethan, ich... Leg nicht auf. Ich bin sofort da. Okay. Ruf mich bitte sofort zurück, wenn du das hier hörst. Ethan, warte! Nicht auflegen! Ich liebe dich. Ethan! Mist. Hi, Schatz. Ich bin es nochmal. Mittlerweile müsstest du eigentlich da sein. Geh doch mal bitte ran. Ich mache mir langsam ein wenig Sorgen. Schatz, bist du da? Okay. Ruf mich bitte sofort zurück, wenn du das hier hörst. Ich liebe dich. Kauf ihr lieber ein Handy. Okay. Wir gucken jetzt nochmal hier im Raum, ob noch irgendwas... ob ein Zettel gekommen ist oder sonstiges. Aber nicht wirklich. Ich würde eigentlich gern den nächsten Zettel noch finden, bevor ich die Folge beende. So als Speicherpunkt, wisst ihr? Aber die hatten wir alle schon. Und hier kann ja auch nichts Neues liegen. Weil ich das ja alles schon offen und getriggert habe. Ich denke mal, dieses blöde Brett ist... Nein! Um Gottes Willen, das Licht an, solange wir noch können. Wo kommt dieses Knarzen her? Hier sind wir auch schon drin gewesen. Hier kann es auch nicht sein und hier haben wir auch keinen zusätzlichen Zettel. Wir hatten doch einen Triggerpunkt. Lass mich durch. Oh, Fenster offen. Machen wir mal wieder zu. Wartet doch keiner davor auf uns. Ansonsten muss ich hier wirklich jetzt einen kleinen Cut setzen. Nämlich hier. Und liebe Leute, wir sehen uns einfach in der nächsten Episode wieder von Let's Play The Nightfall, wo wir die Zettel suchen und versuchen, die letzten paar Stunden auch noch zu überleben. Das kriegen wir irgendwie hin. Bis dann. Tschüss.